Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Battlefield 4 Multiplayer. Wir sind jetzt hier in Langkangdamm, eine Map, die ich selbst noch nicht kenne. Und das ist wohl der Damm, von dem hier die Rede ist. Und wie gesagt, die Map kenne ich selber noch nicht. Auf dem allerersten Blick sieht das Ganze aber sehr, sehr, naja, ich sag mal, fahrzeuglastig aus. Deswegen schnappe ich mir einfach mal den Tank, der hier ein bisschen verlassen rumsteht. Einsatzziel Alpha ist neutralisiert. Ob ich damit was machen kann. Hey, geht doch. Okay, guten Tag. Ich sehe den einen oder anderen rumlaufen. Aber so wirklich gut schießen tue ich damit noch nicht. Auf größere Ziele wie ein Tank, da ist es natürlich kein Problem, den abzuschießen. Aber so kleinere Leute, die immer so ein bisschen rumlaufen, da muss ich zugeben, ist das noch nicht ganz so easy. Und ich glaube, der hat hier vorne, ist das dann Reifen oder hat er hier eine Mine hingelegt? Ich will es nicht riskieren, ehrlich gesagt. Deswegen versuche ich da einfach mal durchzufahren. Tag. Warum treffe ich den Tank nicht? Na also. Der Server leckt ein wenig, aber das scheint momentan bei allen offiziellen EA-Servern so zu sein. Das ist jetzt nicht nur bei uns. Also nicht nur auf diesem Server hier. Oh Gott, mach ihn platt, mach ihn platt, mach ihn platt. Mach ihn platt! Fuck! Naja, meinen haben wir einen mitgenommen. Da scheint EA ein bisschen Probleme zu haben, vor allem zumindest bei einigen Maps, bei einigen größeren Maps. Dass dort jetzt die Server jetzt am Release doch ziemlich laggen. Und ja, ich hatte schon einige private Server vorhin anspielen können, auf denen es nicht leckt, aber da ist das Problem, dass man dann da oft rausgeschmissen wird und das finde ich auch nicht so toll, deswegen habe ich gerade nämlich jetzt so einen offiziellen Server, da wird man dann zumindest nicht so schnell rausgeschmissen. Warte, der Helikopter nördlich. Er ist ein bisschen schnell drauf, um den zu versuchen, hier mit abzuschießen, obwohl... Obwohl... Möglich ist es, wenn er nochmal kurz stillhält gleich. Nee, das ging daneben. Und... Das war natürlich schlecht, Kumpel. Oh oh, oh oh. Tank, Tank, Tank. Tank? Schön. Nicht getroffen? Okay, frage ich mich jetzt warum. Eigentlich war ich doch drauf, oder? Oh oh. Oh oh. Ja, immerhin das Fahrzeug getroffen und ausgeschaltet. Mehr kann ich, denke ich mal, jetzt nicht mehr so wirklich tun bei dem, was da auf mich zukam. So, E scheinbar zu haben. C auch. Aber C schon verlieren wir gerade wieder. Da soll ich natürlich was mal... versuchen, was gegen zu unternehmen. Oh. Einsatzziel Charlie ist verloren. Ein Treffer. Zwei Treffer. Anscheinend ist westlich deiner Position. Drei Treffer. Vier Treffer. Wie fällt das Ding denn aus? Fuck. Dann haben sie uns erwischt. Noch 42%. Alter, wie viele Treffer muss ich denn da drauf machen? Hm. Aber mir fiel ja ein, dass ich jetzt hier doch mal ein bisschen mit den Waffen rumspielen wollte. Das heißt, ich guck mal, ob ich hier was... Ich habe jetzt Karabiner. Nehmen wir mal so einen. Mal sehen, ob der uns mehr bringt. Da haben wir die Rex durch den Story-Modus freigeschaltet. Hier haben wir die Mine noch. Ansonsten das Werkzeug. Granate gibt es auch verschiedene, habe ich schon gesehen. Ich weiß aber nicht, was der Unterschied ist. Wenn wir hier mal die Klinge, das macht, glaube ich, keinen Unterschied, welche Nahkampfwaffe wir haben. Aber einfach mal der Optik halber. Dann gucke ich mal, wie ich mit den Karabiner so anstelle.
hatte ich in Battlefield 3 auch nicht so wirklich Zeit, mich mit den ganzen Waffen zu beschäftigen. Dann habe ich dann irgendwann mal eine Waffe gehabt mit dem Sturmsoldat und eine Waffe mit dem Pionier, die mir jeweils relativ gut gefallen haben. Und die habe ich dann eigentlich immer genommen. Fuck. Jawohl. Ich glaube, diesen feindlichen MG-Schützer habe ich gerade ausgeschaltet. Was ist das für ein Tröten, was hier kommt? Ich höre ein Tröten. Meistens bedeutet Tröten, dass irgendwas Levolution-mäßiges passiert. Okay, das waren die Gegner, die hier wohl gerade gelandet sind. Ich habe auf der Karte nur gesehen, dass hier Gegner sind. Aber die sind hier wohl nicht mehr. Oh, auf uns wird gesnipert. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Klettern auch. So. Was ist das? Als letztes Mal, als ich das gehört habe, da... Oh, oh. Da ist bei diesen komischen Sturm auf Pazifik-Dingen-Viech. Ihr wisst schon, was ich meine. Fuck, der hat uns gesehen. Da ist dann das Boot voll in die Insel gekracht und deswegen dachte ich jetzt wieder, dass hier irgendwas Levolution-mäßig passieren sollte. Aber dem scheint nicht so zu sein. Zumindest bislang noch nicht. Okay. Okay, spawnen wir da lieber doch nicht. Der wird gerade von dem Heli angegriffen. Ich glaube, der überlebt nicht lang. Ach, wenn man Heli fliegen könnte, dann wäre das natürlich auch mal eine ganz geile Sache, aber ich kann es einfach null. Da muss ich mich vielleicht irgendwann mal tutorialmäßig ranwagen oder so. Oh, da wollte ich eigentlich gerade einsteigen. Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein. Nimm dich deine Position. Alter Vater, wie hier die Schüsse einschlagen, ne? Da ist ein Tank. Was ist mit dem? Warum ist der unbemannt? Hat das einen Grund? Okay, weißt du was? Reparieren wir mal schnell. Dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. So, reicht. Fuck, ein bisschen drüber ziehen. Okay. Steht mir hier gerade so ein bisschen im Weg, das Auto. Aber ich glaube, da kommen wir ja. Da kommen wir einfach so vorbei. Okay. Ich würde sagen, wir rücken einfach mal ein bisschen vor. Wir haben hinter uns noch ein Fahrzeug. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Kriegen wir, die kriegen wir, die kriegen wir. Jawoll! Oh. Anscheinend ist südlich deiner jetzigen Position ein feindlicher Panzer. Ja, der schießt doch gerade auf uns. Oh oh. Immer schlechten Gegner auf sich aufmerksam zu machen und den dann nicht killen zu können. Nein! Ach, ich habe den nicht mehr gesehen und auf der Karte wurde auch nicht mehr angezeigt. Da habe ich gedacht, vielleicht hat einer weggesnackt. Und links von uns wird einer angezeigt, deswegen habe ich mich weggedreht. Und genau in dem Moment kommt er natürlich wieder und haut uns weg. Mann! Okay, spawnen wir mal bei unserem Kumpel hier. Ist natürlich nicht das Schönste, wenn der Server hier so ein bisschen laggt, aber... Wir probieren einfach mal unser Bestes. Oh! Ich glaube, der Damm ist ein bisschen weiter auseinandergebrochen. Ich will dich reparieren, Kumpel. Hallo! Stehen bleiben! Oder nicht? Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Dann halt nicht. Ach, der hat. Der schießt der genau durch diese Mini-Lücke, sieht uns und haut uns direkt weg. Das ist doch nicht wahr. Ach. Ich habe gedacht, da schießt er garantiert nicht durch. Und dann haut er da einen raus. Meine Fresse. So, ich helfe dir, Kumpel.
definitiv einer rum. Oh Gott, als Barfahrer ist das wirklich mega laggy. Wie man auch hier im Visier sieht, dass das ein bisschen laggy ist. Boah, es ist doch scheiße hier mit den Kack-EA-Servern. Guck dir das mal an! Das kann, ist doch nicht spielbar. Ach, naja gut, die Runde ist gleich vorbei. Dann gucke ich mal, ob die nächste Map ein bisschen besser funktioniert. Ansonsten muss ich wieder auf den Private-Server drauf. Das liegt nicht am Game, mein Freund. Das liegt irgendwie daran, dass die EA-Server momentan mega überlastet sind. Wie gesagt, ich habe jetzt eben 3, 4 Server ausprobiert und ja, 2 davon waren... Ja, ich glaube, ich habe da 4 Server ausprobiert. Mit dem hier sind sogar, glaube ich, 5. Und 2 davon, mit dem hier jetzt der dritte, waren EA-Server, so Official-Server stand dabei. Und die waren alle nur am Laggen. Und die Private-Server, also die nur Ranked-Server, die waren plötzlich alle sehr gut. Das hatten gute Performance-Werte. Das heißt, ich denke mal wirklich, dass es nicht unbedingt am Game liegt, sondern ziemlich am... ziemlich was zu tun haben wird. Oh Gott. Oh, ich bin geschossen. Sondern was mit den Servern zu tun haben wird. So, ich helfe dir mal. Den können wir nämlich einnehmen und reparieren. Mach, 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 mach. Ja, das ist unplayable, das kann ich leider nachvollziehen. Wie gesagt, wenn die nächste Map nicht so laggt. Dann werden wir auf dem Server bleiben, ansonsten muss ich mir gleich nochmal einen neuen Server suchen. Ich wollte euch halt noch die Maps zeigen, die wir noch nicht hatten. Und da die Map hier gerade recht frisch gestartet ist, habe ich mir gedacht, machen wir es einfach mal so. Und der hatte, glaube ich, auch das Problem, dass er uns durch die Lags gar nicht richtig treffen konnte. Naja, laufen wir einfach mal. Also nochmal als Fazit zu der Map. Da scheint wohl irgendwas einzubrechen. Ob das wirklich relevant ist oder nicht, weiß ich noch nicht so wirklich. Auf jeden Fall ist das hier wieder eine etwas fahrzeugintensivere Map, aber nicht ganz so offen wie diese Golrut-Bahn da. Oder Goldmut-Bahn heißt die, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall scheint die Map hier nicht so ganz so extrem fahrzeugintensiv zu sein, weil es ja da noch viele Berge gibt und viele Bäume, wo man sich verstecken kann und auch einige Gebäude. Aber halt eher wieder so eine fahrzeuglastigere Map. Davon haben wir, glaube ich, auch nur 2 oder 3 insgesamt hier in Battlefield 4 drin. Das heißt, muss auch sein. Und ja, das hier ist aber, glaube ich, eher so auf Tank und ja, sowas fixiert, also auf fahrende Fahrzeuge. Während die Golrut-Bahn da doch verstärkt wird auf... verstärkt Wert gelegt hat auf... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe 6-mal jetzt den Raketenwerfer ausgewählt. Jetzt hat er das gemacht. Und jetzt hat er irgendwie nicht... Jetzt aber... Ja. Oh, hier vorne ist einer eingestiegen. Das ist natürlich ganz unpraktisch. Schade. Oder haben wir den mitgenommen? Ich glaube, wir haben den sogar mitgenommen, ne? Ja, wir haben es sogar geschafft. Das ist schön. Ja, wie gesagt, die Map ist auch gleich vorbei. 120 Tickets noch. Aber ich wollte es euch ja unbedingt zeigen. Ja, das ist jetzt weiter leckt und so mal zu anderen Server. Ach, den hatte ich aber ordentlich eins mitgegeben. 1% Gesundheit, na sicher. Da überlebt er mit einem verkackten Prozent Gesundheit. Ich frage mich, warum EA aus den Problemen noch nicht gelernt hat, weil... Ich bin jetzt ja auch einer, der konnte das Ganze schon ein bisschen früher spielen.
Also es konnten ja viele, also eigentlich alle, die das Ding auf dem PC gekauft haben, aber... viele haben halt nicht gewusst, wie es geht und viele wollten es auch so nicht machen und so weiter und so fort. Oh. Ich habe gesehen, wo er ist, aber ich wollte erstmal warten, bis sein Magazin leer ist und dann auf ihn schießen, aber der hat wohl irgendwie genug Magazin oder Munition im Magazin gehabt, um uns dann auch noch einen reinzuhauen. Das ist eigentlich ganz schade, denn sonst hätten wir da doch vielleicht was hinkriegen können. Vor dir ist einer, das weiß der aber, glaube ich, auch. Deswegen schleicht er sich schon so langsam in den Felsen. So, ich gehe mal davon aus, dass er den gekriegt hat. Nein, hat er wohl nicht. Dann mache ich das halt. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Flugzeug, südlich deiner aktuellen Position. Man darf sich hier nie auf andere verlassen. Da-da-da-da! Den hätten wir. Da fliegt ein Heli mehr als... unschön, aber leider nicht getroffen. Hätte ich kriegen können, theoretisch. Ach komm, da hat doch nicht der Kopf rausgeguckt. Das muss doch ein Headshot gewesen sein. Oh oh. Wir haben von da hinten beschossen und so viel Leben haben wir nicht mehr. 2%. Es leckt. Wir können nicht wirklich wegrennen. Immer noch 2%. Fuck. Ja, dann auf das Duell einzulassen, war natürlich ziemlich scheiße. Hätte ich wahrscheinlich warten müssen. Er hätte uns einfach nicht gesehen. Und dann hätte ich ihn vielleicht von hinten irgendwie erwischen können. Erst auf uns aufmerksam machen und dann mit 2% nochmal wieder versuchen wegzurennen. Ist natürlich mehr als unpraktisch. Aber jetzt ist das... ganze Ding verloren, das war ja schon, hat sich ja schon ziemlich lange angedeutet, dass wir es verlieren. 0 zu 565. Aber, naja, hat auch ziemlich geleckt. Ich hoffe, ich konnte euch die Map trotzdem ein bisschen zeigen. Und damit seid ihr mit Langkangdamm hier auch ein bisschen vertraut geworden. Und ich weiß gar nicht, was uns für Maps jetzt noch fehlen. Hatten wir Flutzone jetzt schon oder hatten wir die nicht? Ich habe da, glaube ich, eine Aufnahme gestartet, aber ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt eine richtige Aufnahme zustande bekommen habe oder nicht. Wir sind auf jeden Fall drittbeste aus unserem Team. What? Wir sind doch erst vergleichsweise spät gejoint und ich fand, so gut waren wir auch nicht. Aber naja, gut, von mir aus drittbester unseres Teams, obwohl sind auch schon einige gelieft. Schauen wir mal, was jetzt nächste Map kommt und ja, ansonsten... würde ich vielleicht auch gleich schon auf den nächsten Spielmodi switchen, bevor ich jetzt überlege, welche Map wir noch nicht hatten. Und ich hoffe, auf jeden Fall hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 und wir sind jetzt hier im Flutgebiet und das kam direkt auf dem Server danach, wo wir eben die letzte Runde aufgenommen hatten und da habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du Flutgebiet nochmal eine Runde, weil ich glaube, die letzte, die ich aufgenommen hatte, war nicht so gut, ich weiß nicht, ob ich die veröffentliche oder nicht, liegt nicht daran, dass ich schlecht war, sondern es liegt daran, dass irgendwie wenig passiert ist und auch irgendwie ziemlich wieder ein bisschen laggy war alles, oh Gott, Heli nehme ich auf keinen Fall, ich glaube, wir nehmen hier einfach so ein kleines Squad. Und geben da mal ein bisschen Gas. Da sind wir auf jeden Fall mal von Anfang an im Flutgebiet dabei. Und hier leckt es auch nicht, obwohl es eben noch geleckt hat. Es ist teilweise wirklich sehr, sehr serverspezifisch. Map-spezifisch, ob es leckt oder nicht. Habe ich gleich mal einen richtig guten Start hingelegt. Hier schön den Eingang getroffen. Commander ist online. Ja, dann warten wir hier mal. Können wir ein bisschen was einnehmen mit dem Quad. Na, Kumpel? Okay, er fährt mit. Und die Stinger haben wir freigeschaltet. Das ist schon mal schick. Ich kenne mich hier auch noch nicht so super aus. Das ist, glaube ich, erstmal das dritte Mal, also, dass ich die Map hier spiele. Und unser Befehl ist, wir sollen C angreifen. Dann werden wir das mal probieren.
Aber ich glaube, C kann man von unten aus gar nicht angreifen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal nach oben gehen. Die Gegner scheinen C zu haben jetzt. Also müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt könnten jetzt Gegner sein. Oder hier sollten jetzt Gegner sein. Unser Kumpel ist auf jeden Fall draufgegangen. Aber da scheint doch kein Gegner in der Nähe zu sein, denn wir können das alleine einnehmen. Ich habe Sichtkontakt zu den feindlichen Soldaten, nördlich von dir. Die sind wohl gerade bei B und nehmen das ein. Okay, C haben wir. Oh. Shit. Ich hab den feindlichen Helikopter genau wie sie in seiner Stellung gesichtet. Ja, ich auch. Und der schießt auch schön auf uns. Oh Gott, das zieht uns überhaupt nichts ab. Hohe Feindpräsenz in der Nähe. Ach, der zeigt uns an, wo die Gegner sind. Das ist natürlich schick. Danke, Commander. Das ist, glaube ich, was der Commander uns machen kann. Hier so anzeigen. Übrigens sind gerade viele Feinde. Oh, und da war einer drin, verdammt. Aber ich würde sagen, für ein erstes Leben haben wir ziemlich viel geschafft. Zwei Punkte eingenommen, einige Gegner weggehauen, dem Heli ein bisschen was reingedrückt und zur Flucht verholfen quasi. Und wiederbelebt. Na, das war doch mal ein guter Start. Sowas sollten wir mal öfter hinbekommen. Und direkt wieder sterben. Problem ist, dass man hier jetzt auch nicht wie bei Battlefield 3 gleich wieder mit voller Gesundheit spawnt, sondern nur mit 20%. Das heißt, man ist natürlich direkt beim nächsten kleinen Treffer direkt wieder down. Macht es aber auch wieder ein bisschen, na, besser, sage ich mal, dass da nicht... Da ist das Reviven dann nicht ganz so overpowered, wie noch im Vorteil. Muss man den wiederbelebten Gegner oder Freunden am besten gleich wieder ein Medikit hinwerfen, dann bringt das was. Mal gucken, ob ich hier einen sehe. Ich komme auf jeden Fall mit dem Karabiner bislang besser zurecht als mit der normalen Standardwaffe von unserem Typen hier, von unserem Pionier. Oh oh! Ich wollte einfach mal vorstoßen zu B. Aber von hier aus können wir B wohl noch nicht einnehmen. Von hier aus können wir B einnehmen und wir scheinen hier alleine zu sein, oder? Einsatzziel Echo wurde lokalisiert. Ne, wir sind hier nicht alleine, weil hier sind auch noch Teammitglieder. Ja, und über B auch gleich. Ich habe einen feindlichen Helikopter genau östlich deiner aktuellen Position gesichtet. Komm schon, nimm einen. Wir haben gerade Einsatzziel Charlie verloren. Was, wir haben C? Alter, das ist doch ein Wechselspiel. Wenn wir B einnehmen, nehmen die C ein. Und wenn wir C einnehmen, nehmen die B ein. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Warten wir, bis wir wieder ein bisschen Leben bekommen. Warten, bis wir wieder ein bisschen Leben bekommen. So, 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 so. Anscheinend ist östlich deiner Position ein feindlicher Panzerwagen im Einsatz. Östlich unserer Position feindlicher Panzerwagen, ja. Komm schon, zeig dich nochmal.
Oh, da hinten sind die alle. Oder da hinten waren die alle. Tja, so ist nicht, Pumpel. Und so auch nicht. Oh, oh, keine Munition mehr, das ist schlecht. Puh, da am besten nicht nochmal rausgehen. Schlechte Idee, da hochzugehen. Ganz schlechte Idee, Kumpels. So. Irgendwer hier, irgendwer hier, irgendwer hier. Der Heli macht uns ja gerade ein bisschen Sorgen. Oder bereitet mir ein bisschen Sorgen. Ich versuch's einfach mal. Auch wenn das irgendwie bei den Heli so gut wie gar keinen Schaden macht, jetzt kommt er zurück. Okay, feindlicher Panzerjäger. Feindliche Rakete im Anflug. Ich wiederhole. Ja? Rakete im Anflug. Wo geht die hin? Wir haben gerade Einsatzziel Charlie neutralisiert. Ich weiß, ich bin dabei. Ich fand die englische Sprecher übrigens wesentlich besser, aber da ich ja momentan den Singleplayer-Modus verkackte, das war die Sturm. Das war die Rakete vom Commander. Unser lieber. Ah, nee, das ist vom Sturmsoldaten. Ich dachte vom Commander, ich dachte nur der Commander kann diese Raketen schicken. Oh, wir haben alle Punkte. Das sieht ziemlich gut für uns aus. Muss man so mal ganz ehrlich sagen. Aber hier greifen die Gegner, glaube ich, gerade an. Oder auch nicht. Wo sind die denn? Sind die da hinten? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Na, fast. Letztes Squad-Mitglied. Wo war denn unser Squad, dass die alle gestorben sind? Dort ist was explodiert. War das ein Gegner oder war das einer von uns? So, hier ist gerade einer gestorben. Aber durch einen von...